Hi, ich bin Maurice von Triggerdinger und ich zeige euch heute ein How-To mit dem Triggerdinger Füßling im Bereich eurer Ferse. Diese Übung kann euch sehr, sehr gut helfen, wenn ihr beispielsweise einen Fersensporn habt, dann kann man hier teilweise am Bereich der Ferse direkt anfangen, Verspannungen zu lösen, die einen positiven Effekt auf die Thematik haben. Zieht am besten mal eure Schuhe, eure Socken aus und setzt euch in eine angenehme Position. Jetzt tastet ihr mit eurem Finger, beispielsweise mit dem Mittel- oder Zeigefinger, den Bereich eurer Ferse ab und schaut mal, wo ihr hier einen leicht schmerzhaften oder verspannten Druckpunkt spürt, an dem ihr jetzt gerne gleich arbeiten möchtet. Dann schnappt ihr euch den Triggerdinger Füßling, dürft nochmal gerne hier so ein bisschen nachfühlen und jetzt geht ihr mit genau diesem Punkt auf den Bereich drauf und könnt dann erstmal für so 30 bis 45 Sekunden hier drauf bleiben, vielleicht ganz leicht kreisende Bewegungen durchführen und haltet es erstmal. Und wenn ihr dann merkt, okay, ich müsste jetzt noch mal ein bisschen was verändern, ein bisschen Druck nachschieben, könnt ihr beispielsweise von oben eure Hand nehmen, um ein bisschen mehr Druck auszuüben oder könnt das Ganze natürlich auch im Stehen durchführen. Ihr dürft dann nochmal den Fuß anheben, wieder senken lassen, also wirklich euch hier komplett frei fühlen und das Ganze führt ihr für 60 bis 90 Sekunden ungefähr durch. Wir haben noch viele weitere Anwendungen zum Triggerdinger Füßling. Schaut auf jeden Fall bei uns vorbei und wir zeigen euch alles, wie ihr das anwenden könnt.